Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bob, der Babel von Gestaltung 1 der Universität Innsbruck. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Wir sind heute im Pitztal, in der Mitte ungefähr des Tales. Wenn man hier reinfährt, dann fällt zuerst einmal auf, dass man es mit einer sehr langgestreckten Siedlungsstruktur zu tun hat. Es gibt viele Weiler im Tal, das Tal selbst ist sehr eng. Und kaum kommt man in St. Leonhard an, dann sieht man hier ein sehr, sehr schönes neues Museum, das Steinbock-Museum. Herzlich willkommen, liebe Daniela, und vielen Dank dafür, dass du bei uns sein kannst. Du hast dieses Projekt zusammen mit Rainer Köberl entwickelt. Ihr habt euch an einem Wettbewerb beteiligt, und Architekten, die sich an einem Wettbewerb beteiligen, die schauen sich zuerst einmal den Ort an und schauen sich an, wie schaut der Bauplatz aus, wie ist die Atmosphäre vor Ort, wie ist euch da ergangen, welchen Eindruck habt ihr gehabt von diesem Bauplatz hier und vom Ort? Also wie wir das erste Mal ins Pitztal gefahren sind zum Wettbewerbsort. Da war eigentlich also der Eindruck der, dass wir einen wirklich total intakten Ort vorgefunden haben. Also es war der Schrofenhof und der Holzstadel, und die zwei waren ein Ensemble, das total harmonisch war. Und das war eigentlich auch der Ausgangspunkt für unseren ganzen Entwurf dann. Also wir haben zwar unzählige Varianten durchprobiert, aber wir sind immer wieder zurückgekommen auf dieses passende Gefüge, das schon da war. Und dieses passende Gefüge, das taucht auch auf in eurem Projektbeitrag, in eurem Wettbewerbsbeitrag. Ich habe mir die Beiträge angeschaut, und was mir bei eurem aufgefallen ist, ist, ihr habt diesen schönen Zeichnungen 8 Gedanken mitgeschickt. Also 8 Gedanken zum Entwurf heißt bei euch. Ihr habt keinen langen Text verfasst, sondern ihr habt ganz pointiert mit kernigen Sätzen ausgedrückt, worum es euch geht. Und da ist mir aufgefallen beim ersten Satz, da steht: Mit der Wohnsiedlung darf das geschlossene Ensemble nichts zu tun haben. Und jetzt fragt man sich, was ist damit gemeint? Ist dieses Ensemble sehr stark? Ist das so wichtig? Konzentriert ihr euch auf das Ensemble selbst? Du hast vorhin erwähnt, es gibt hier diesen Schrofenhof, das ist eines der ältesten Gebäude im Tal. Hier wird Geschichte erzählt, das ist eine sedimentierte Geschichte eigentlich. Und jetzt geht es darum, etwas da zu bauen, etwas hineinzusetzen. Und ihr habt euch ja dafür entschieden, den alten Stadel abzureißen, aber ihr platzierte das neue Gebäude an exakt dieser gleichen Stelle. Entsteht da in eurer Vision und in deiner ein neues Ensemble, das stark genug ist, um dieses Alte und Neue zu verbinden? Oder was bedeutet hier Ensemble im Verhältnis zur Umgebung, zur auch bebauten Umgebung? Also diese Abgrenzung zur bestehenden Wohnsiedlung ist weniger jetzt so zu verstehen, dass man sich da so abschirmen will oder so, sondern eben der Schrofenhof ist ja über 700 Jahre alt, plus sein Stadel. Das hat eigentlich mit der Wohnsiedlung jetzt quasi städtebaulich sozusagen nichts zu tun. Die Siedlung ist ja viel später erst dazugekommen, und eben diesen Ort, den wir hier so vorgefunden haben, der hat einfach uns beeindruckt, und in dem Sinn verstehen wir es als dieses Ensemble zu erhalten, weil wir eben das neue Gebäude genau an die Position gesetzt haben von dem Stadel. Es war dann im Entwurf sogar, haben wir überlegt, den Stadel sogar zu erhalten, aber das wäre technisch einfach nie möglich gewesen. Und dann war eben die Entscheidung, dass wir die alten Bretter vom Stadel sogar verwenden und die in einem neuen Ortbetongebäude als Schalung verwenden, um praktisch den Abdruck von dem alten Stadel weiter leben zu lassen. Und wenn man reinkommt hier, was mich sehr beeindruckt hat, dann geht man in diesen Restaurantbereich in eine Zirbenstube. Und diese Zirbenstube ist ja genauso wie diese Fassadenelemente, was du vorhin gesagt hast, ein Zitat der Bauernstube. Und da geht man so quasi durch Zeiten und Räume, ohne irgendwo penetrant jetzt eine historisierende Stube zu entwerfen. Aber man geht wirklich da durch, und man versteht, wenn man in der neuen Stube ist, wahrscheinlich die alte besser, so wie der McLuhan das auch sagt. Der McLuhan sagt, wenn wir wissen wollen, was ein Radio ist, müssen wir einen Fernseher haben.
Und so verstehen wir vielleicht durch das neue Gebäude auch das alte besser oder die Tradition des Bauens. Ja, also was mir da vorkommt, wenn man denkt, eben altes, neues Medium, wenn man bedenkt eben, dass der alte Schrofenhof über 700 Jahre alt ist, was in der Zeit alles passiert ist in der Entwicklung der Menschen, dann denke ich mir eigentlich, dass die Architektur wirklich eine unglaublich langsame Disziplin ist in dem Sinn, weil im Grunde der Schrofenhof war vor wenigen Jahren noch bewohnt. Also das heißt, das und so eben so wesentlich hat sich die Architektur nicht verändert. Mhm. Also natürlich, das neue Gebäude ist ganz anders allein von der Nutzung her. Da findet eigentlich der große Sprung statt, weil der Schrofenhof war ein Hof in einer Landwirtschaft praktisch, der sich mehr nach innen konzentriert, wo man die Fenster, also wo man sich von dem Außen abschirmen will und sich nach innen autark werden will. Ja. Genau. Mhm. Und jetzt in dem neuen Gebäude ist es eher so, dass man so die Landschaft mit inszeniert, was eben die ganze Nutzung von dem Naturpark, Naturparkhaus, Wegeführung und so weiter einfach bedient. Man inszeniert Ausblicke in die Landschaft. Also das heißt, die Landschaft ist nicht mehr so sehr der Feind, den man bewirtschaften muss oder von dem man sich abschotten muss, sondern sie wird inszeniert als Naturpark. Mhm. Also dass das Gebäude ein solcher Knotenpunkt ist in einer Landschaft, das war hier für den Entwurf auch, glaube ich, sehr wichtig. Auch im Ausschreibungstext schon hat man darauf hingespielt, dass man Wegeführungen mit berücksichtigen sollte. Und es führt ja ein Weg hier in der Nähe zu dem Ort, wo man ursprünglich die Steinböcke wieder angesiedelt hat. Also es geht um das große Thema Steinbruch und Naturraum. Und das Gebäude, das Naturparkhaus, ist sozusagen ein Scharnier, das auf diesen Raum, auf den großen Raum verweist. Ich habe mal beim Rainer dieses interessante Zitat gefunden, der Innenraum des Außenraums des Innenraums oder die Innenwelt der Außenwelt des der Innenwelt, so heißt es bei Hanke. Das heißt, jedes Gebäude, wie du vorhin gesagt hast, verweist ja sozusagen aus diesem großen Kontext auch. Wie groß ist jetzt dieser Außenraum vom Naturparkhaus hier, vom Steinbruch-Museum? Ja, also der Außenraum, wo fängt der an, wo hört der auf? Da gibt es eigentlich nicht so genau eine Grenze, weil unten bei der Gemeinde geht man los den Weg, dann kommt man zum Gebäude. Das Gebäude liegt quasi am Weg ins Gehege zu den Steinböcken, schaut man sich die Ausstellung an und holt sich Informationen über den Steinbock. Also, und eben der Weg führt durchs Gebäude, fängt unten an, geht oben rauf, man schaut sich die Ausstellung an und geht weiter über die Brücke direkt in die Landschaft und eben ins Gehege. Das heißt sozusagen, die Ausstellung selbst ist ein Teil dann dieser Landschaft, weil man ja in der Wegführung über die Ausstellung wieder zum Steinbock kommt. Ja. Genau, das heißt, also eigentlich liegt das alles am Weg, wie so ein... Genau, es liegt am Weg, also... Ja. Es gibt noch einen zweiten ganz interessanten Satz bei diesen Gedanken zum Entwurf. Da heißt, der Steinbock ist kein Flamingo. Warum ist der Steinbock kein Flamingo? Ja, also der Steinbock eben, das Haus und der Steinbock, die teilen sich den gleichen Lebensraum. Und der Steinbock, gibt es gewisse Gründe, warum der so ausschaut, wie er ausschaut. Warum er ein dickes Fell hat, warum er solche Hufe hat, mit denen er über Felsen klettern und springen kann. Genauso hat das Gebäude gewisse Bedingungen, wie es ausschauen kann. Also das würde sicher anders ausschauen, wenn es eben im Mittelmeer auf einer Insel steht, am Wasser. Ich könnte mir jetzt einmal so frei assoziierend vorstellen, dass ein Steinbock-Museum auch ein Flamingo sein könnte. Dann könnte man vielleicht diesen Flamingo mit sich herumtragen wie einen Rucksack. Man geht in den Naturpark, in den Naturhaus, bläst das Naturparkhaus auf oder faltet es auf. Und nachdem man dann die Steinböcke beobachtet hat, packt man es wieder zusammen, nimmt den Rucksack auf die Schulter und geht nach Hause.
Wäre das für dich auch so ein Naturparkhaus, was du noch akzeptieren könntest? Also ich denke, für jemanden, der sich wirklich für die Tiere in der Wildnis interessiert, für die wild lebenden Steinböcke oder alle anderen Tiere, für den ist sowas natürlich das einzig Vorstellbare wahrscheinlich, weil der will das ja in der Natur sehen, wirklich. Das ist ja, kann man ja nicht vergleichen mit einem, in einem Gehege ein Tier anzuschauen. Deswegen natürlich wäre das das ideale Naturparkhaus sozusagen. So, und über das Naturparkhaus und den Naturpark sprechen wir jetzt noch mit Ernst Bartl, der ist Geschäftsführer des Vereins für den Naturpark Kaunertal. Und der wird uns mehr darüber erzählen, wie in seiner Sicht sozusagen das Naturparkhaus dasteht und welche Rolle es im großen Kontext dieses Parks übernimmt. Du hast einmal in einem Interview anlässlich der Eröffnung des Steinbruchmuseums hier davon gesprochen, es handelt sich um einen Meilenstein in einem Gesamtkonzept. So, jetzt würden wir gerne wissen, was ist dieses Gesamtkonzept? Worum geht es hier? Ja, wenn ich vielleicht ein bisschen ausholen darf, der Naturpark wird ja von 9 Gemeinden, 3 Tourismusregionen sozusagen definiert. Mhm. Ich bin jetzt seit 13 Jahren Geschäftsführer und ich glaube, für den Naturpark, auch von seiner Genese her, war es immer wichtig, dass diese besondere Naturlandschaft, aber Kulturlandschaft sozusagen in dieser Region auch in Wert gesetzt wird. Wir leben da in einer ländlichen Region, ein bisschen abgelegen und sie hat viel zu bieten. Und da war der Impetus der Betreiber schon, dass man diese Region in Wert setzt. Und wie kann man eine Region in Wert setzen? Und da ist halt wichtig, dass man die Besonderheiten, die jedes Dorf oder jede Gemeinde hat, nach außen trägt. Und das hat man in den letzten 20, 22 Jahren, wo jetzt der Naturpark existiert, versucht sukzessive auch zu tun. Und begonnen haben wir mit dem Naturparkhaus am Grachenblick. Das ist sozusagen das erste Besucherzentrum überhaupt oder das erste Naturparkhaus von Tirol. Und da hat man schon gemerkt, welche Attraktivität, wie sozusagen der Naturpark ein anderer geworden ist über Nacht. Ja, das war mir seit 1998 gegründet. 2007, 10 Jahre später, sozusagen eine Infrastruktur, ein Anlaufpunkt, eine Adresse erhalten und plötzlich waren wir sichtbar. Ja, die Menschen brauchen irgendwelche Fixationspunkte und sagen, okay, da ist der Naturpark. Das hat immer ein bisschen gefehlt. Und da hat man schon gemerkt, okay, auch die regionale Akzeptanz ändert sich. Und da hat halt der Vorstand, wo die 9 Gemeinden vertreten sind, ein bisschen die Zielvorgabe formuliert, dass halt jede Gemeinde das, was sie ausmacht, selber versucht umzusetzen und in Wert zu setzen. Jetzt haben wir in Järzens, ist auch eine Naturparkgemeinde, haben wir also das Zirbendorf. Und die haben sich sozusagen mit der Zirbenausstellung und mit, auch gemeinsam mit den Bahnen das Thema Zirbe an die Fahnen geheftet. Und da in St. Leonhard ist es natürlich das Thema Steinbock. Ist der Steinbock sowieso omnipräsent in diesem Tal, im Wappen. Und die Gletscherbahn hat den Steinbock, die Gemeinde hat den Steinbock. Wir als Naturpark haben den Steinbock. Alle haben ein bisschen anderen Steinbock. Aber und diese Geschichte des Steinbocks liest sich im Grunde fast wie eine Kriminalgeschichte. Ja. Kannst du uns vielleicht ganz kurz erzählen, worum es da geht, also die Wiederansiedlung des Steinbocks und wo dieses Thema entstanden ist? Ja, man, da unweit von hier, von diesem Zentrum, hat man die ersten Steinböcke im Jahre 1953 wieder angesiedelt. Aber dem ist ja ein langes Prozedere vorangegangen. Man muss sich ja vorstellen, es war ja im Alpenraum, im Ostalpenraum, war 200, 300 Jahre der Steinbock kein Thema mehr. Er ist eigentlich aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden. Den hat es einfach nicht mehr gegeben. Und mit der Landesakt, die da im Bitztal von Seiten des Landes sozusagen verwirklicht wurde, hat man auch diese Aufgabe der Wiederansiedlung an diese Landesakt ein bisschen geknüpft. Und da hat man versucht, den Schweizer Kollegen, bei den Nachbarn anzuklopfen, um diese Steinböcke nach Tirol zu bringen. Was aber nicht ganz so einfach war. Ja. Weil die Schweizer haben ja damals die Steinböcke geklaut. Genau, also mit Segen des Bundesrats sogar, also haben wir die über die Grenze geschmuggelt. Und sie wollten sie nicht wirklich ins Tirol so einfach so geben. Und da hat es schon bis nach politische Interventionen bis nach ganz nach oben gebraucht, dass man 1953 dann 7 Steinböcke dann in St. Leonhard da in einem Wildgatter dann angesiedelt hat. Allerdings haben sich die Betreiber damals das
zu einfach vorgestellt. Also es war weder der Standort gut, noch, es war irgendwie ein bisschen ungünstige Konstellation und sie haben das eigentlich schon fast schon aufgeben gehabt, dass das ein Erfolg wird. Haben sich schon der Muffelwildhege, darum haben wir ja Muffelwild da in der Region, was eigentlich nicht da typisch ist für die Region, schon ein bisschen mehr gewidmet und haben den Steinbock einfach Steinbock sein lassen, hat die Gatter mal geöffnet, hat sie rauslassen. Und ja, sichtlich hat sich der Steinbock nachher außerhalb des Gatters gut entwickelt. Also aber es gibt ja jetzt derzeit, glaube ich, an die 1300 Steinböcke hier im Kaunergradpark, oder? Ja. Und es ist daraus eigentlich eine sehr erfolgreiche Geschichte entstanden, nicht? Und hat sehr viel auch Wissen sich angeeignet im Zusammenhang mit diesem Steinbild. Auch. Und auch dieses Thema, dass man hier ein Kompetenzzentrum aufbaut, hat damit zu tun, dass man hier einfach Erfahrung gesammelt hat. Und man will das ausweiten. Es gibt Versuche, Kooperationen zu bilden. Wie schauen diese Kooperationen aus? Oder was denkt man da? Ja, das war eigentlich schon von der Grundkonzeption von diesem Projekt, dass man nicht nur eine Ausstellung macht, weil du gesagt hast, das Steinbock-Museum. Wir haben das ja ein bisschen vollmundig Tiroler Steinbock-Zentrum St. Leonhard im Pitztal getauft. Ist ein bisschen ein Signal, dass wir mehr sein wollen wie nur eine Ausstellung und ein Restaurant und ein Wildtiergehege, dass das also schon andere Facetten da mitschwingen. Und es geht ja auch um diese Wertsetzung, dass man Stärken halt noch weiter stärkt und vielleicht auch Kompetenzen langfristig dann aufbaut in diesem Tal. Und da haben wir von Anbeginn an geschaut, dass wir mit dem Alpenzoo in Innsbruck eine Kooperation zusammenbringen, die uns beraten haben, was das Wildtiergehege anbelangt, weil wir haben ja null Erfahrung gehabt, auch die Akteure, die sozusagen im Steinwildmanagement viel Erfahrung haben, aber in dem Bereich nichts. Und der Tiroler Jägerverband, der natürlich auch ein wichtiger Player ist auf diesem dem Thema Jagd, nachhaltige Jagd, Schalenwildmanagement, Steinbockmanagement. Und das ist uns, glaube ich, gelungen. Also wir haben auch mit dem Thema Forschung, wo wir jetzt schon dabei sind, den Kaunergrat und seine Kolonie ein bisschen näher zu beforschen, zu schauen, was haben wir da wirklich genetisch, wie schaut der Austausch aus mit anderen Regionen. Und da kommt ein bisschen eine Kompetenz von außen in das Tal, wo wir für uns dann wieder nutzbringend nutzen können. Du hast ja mehrmals diesen Begriff Inwertsetzung genannt, nicht? Und Inwertsetzung bedeutet halt auch, dass man den Dingen nicht nur einen Preis gibt, sondern auch einen Wert. Diese Inwertsetzung einer Landschaft, nicht? Das ist ein ganz spannendes Thema, wie ich glaube, weil hier geht man ja den Weg des nachhaltigen Bioregionalismus, ja, wo man einfach Ressourcen eines Gebietes aufnimmt und weiterspielt. Kannst du uns vielleicht zwei oder drei ganz konkrete Beispiele nennen, wie das passiert? Wie führt man zum Beispiel Kinder an dieses Thema heran oder was unternimmt man da, um diese Sensibilität für die Biodiversität und die Vielfalt zu entwickeln? Wir orientieren uns ja generell an diesen Sustainable Development Goals der UN. Also das haben wir jetzt schon so, eigentlich so der Anbeginn, haben sich noch gar nicht so geheißen, haben wir uns versucht schon in diese Richtung auszurichten. Und da geht es hauptsächlich darum, dass man die Kinder schon vom Kindergartenalter an für die Schönheit dieser Region, weil in Wertsetzung hast den Menschen auch in der Region den Wert dieser Landschaft auch sozusagen sichtbar zu machen, weil die leben da und denken, ja, so schaut es halt bei uns aus, das ist, ob das schön ist oder nicht, das kriegt man vielleicht später mal mit, wenn man erwachsen ist, denkt man, eigentlich ist es schon schön bei uns, aber dass dieser Wert auch da, dass diese Liebe sozusagen auch wirklich auch von Kindheit an schon ein bisschen auch gepflegt wird. Und da hat der Naturpark begonnen, Naturpark Kindergärten, Naturpark Schulen, wo dieses Thema Nachhaltigkeit, Schutz der Natur, wir sind ja Schutzgebietsbetreuer, auch, dass man das sozusagen bei den Kindern sozusagen schon platziert und spannend aufbereitet über Erlebnisführungen, aber auch sozusagen Führungen wie hier, da jetzt in das Steinbockzentrum, wo man auch das Thema, wo kommt der Mensch her in den Tal, diese Natur, Kultur, Vermengung, Verstrickung auch irgendwie zeigt. Und das ist, glaube ich, ja, ein wesentlicher Kern unserer Arbeit. Das andere ist halt diese Schutzgebietsbetreuung, die ich schon angesprochen habe. Wir haben jetzt gerade jetzt vor einer Woche das Landschaftsschutzgebiet Kaunergrat offiziell in das Tiroler Schutzgebietsnetzwerk eingebracht. Eine Fläche von 130 Quadratkilometer. Also wenn man schon Superlative verwenden will, 30 Jahre hat es kein größeres Schutzgebiet mehr, sozusagen wurde ausgewiesen. Warum kann sowas passieren in einer, Region? Weil man auf verschiedensten Ebenen mit den Menschen arbeitet und sie verstehen, dass Naturschutz Teil des Gesamten ist.
dass es nicht nur um den Schutz der Natur geht, sondern auch um die Umweltbildung, um die Forschung in diesem Raum, um auch die Erholungsaspekte. Also es gibt ja eine Vielfalt der Nachhaltigkeit, und unsere Säulen vom Naturpark seien ja, wir haben ja 5 Säulen. Also neben der Schutzgebietsbetreuung haben wir die Umweltbildung, die Erholung, die Regionalentwicklung, wo du auch mitspielt, und auch die Forschung. Und das ist also das Nachhaltigkeitspaket. Ja, genau. Ja. Es geht ja auch um Themen wie lokale Ökonomien, Ökologie, Identitätsstiftung auch in einem bestimmten Kontext. Und man kann einen Naturpark eigentlich nie wirklich so naiv betreiben, sondern irgendwo konkurrieren ja auch Naturparks. Ich muss irgendwo attraktiv sein, dass Leute herkommen, ja. Familien zum Beispiel, dass die Erfahrungen machen können und auch die Message vom Naturpark annehmen können. Also ein Naturpark funktioniert ja nicht irgendwo isoliert. Nein. Ja. Kann ein Naturpark mehr sein wie etwas, was im lokalen Maßstab funktioniert, auch darüber hinaus? Sozusagen als Modell für... Zum Beispiel, generell. Ja, also generell. Ja. Ich denke schon, weil die Art und Weise, wie wir arbeiten, wenn ich das ganz einfach sage, wir haben kein Geld. Wir haben Ideen, wir müssen Menschen finden, die uns unterstützen, auch da, wir haben da, ein Naturpark hat da kein Geld für dieses Gebäude in die Hand nehmen müssen, wir hätten es auch nicht. Aber wir müssen die Leute mitnehmen, wir müssen partizipieren, wir müssen schauen, dass wir überzeugen. Und ich glaube, das ist oft das Problem bei großen Projekten, dass diese nicht das Gefühl haben, sie müssen die Menschen mitnehmen, weil sie ja das Geld haben. Und das müssen wir schon. Und das ist aber gut so. Also darum will ich ja gar kein Geld, solange die Entwicklung in diese Richtung funktioniert. Ja. Von dem glaube ich schon, dass diese nachhaltige, diese ganzheitliche Sicht der Dinge schon ein Ansatz ist für darüber hinaus. Wobei ich schon glaube, dass jede Region für sich seine eigenen Themen hat, die es zu lösen hat und die es zu verwirklichen gilt. Und im gemeinsam mit den Playern, mit den Gemeinden, mit den Tourismusverbänden, mit den Menschen, die da leben, mit der Landwirtschaft. Also da muss man selber Lösungen entwickeln, man kann nicht auf Lösungen von außen hoffen. Was mich schon sehr beeindruckt hat, jetzt bei der Ausstellung im Museum, diese Darstellung der Dorfgeschichte anhand von Fotografien, und da taucht eine Beschreibung auf, die den Landschaftsbegriff zur Debatte stellt. Also Landschaft, was hier entstanden ist, wie zum ersten Mal Touristen auftauchen im Tal, erleben die diesen Eindruck hier als Landschaft, als etwas Ästhetisches, ja? Was der Bauer hier, der hier hart arbeiten musste, nicht gemacht hat. Jetzt, wenn man diesen Landschaftsbegriff in unsere Zeit bringt, dann bedeutet ja es auch, dass man nicht nur Ökologie auf Natur projiziert und oft auch ideologisch wird dabei oder romantisch, sondern man erkennt ja auch an, dass verschiedene Akteure da eine Rolle spielen. Also neben den Naturdingen ja auch die Eingriffe, die der Mensch macht. Das ist im Naturpark ja auch erlaubt und vorgesehen. Also lokale Ökonomien bedeutet ja auch, dass der Mensch neben der Natur auch Akteur ist. Oder wie sieht so man ist das? Es. Ich meine, dass man die Natur, immer so ein Gebirgstal, wie es ein Pitztal ist, das muss irgendwie aus Sicht des Menschen kontrolliert werden. Weil die Natur per se, man birgt Gefahren. Es gibt Lawinen, es gibt Muren. Und von dem her will man ja irgendwie das Leben in diesem Tal auch sichern. Von dem her muss ich schauen, dass ich mit der Natur klarkomme. Indem man den Gefahren ausweicht, aber dort, wo es nicht geht, über bestimmtes Management versucht es auch sozusagen die Sicherheit im Tal zu gewährleisten. Auf der anderen Seite hat man natürlich schon Gebiete, gerade wie am Kauner Grat oder am Geigenkamm, die sind Natur, frei von jeder Nutzung. Das ist auch sozusagen eigentlich, es gibt nicht diesen Spiegel, es gibt die Natur nur, die man nutzt, sondern es gibt auch die Natur, die einfach für sich steht, die einen Wert entfalten kann. Was eigentlich ein super Zugang ist zur Natur, ohne dass man jetzt immer sozusagen nur die Nutzung im Kopf hat. Aber natürlich, der Naturpark hat schon immer dieses Schützen und dieses Nützen drinnen, weil wir zum Beispiel jetzt auch in diesem Landschaftsschutzgebiet Kauner Grat dieses Almthema, die Almbewirtschaftung, die man ja als eine kulturelle Leistung erhalten will. Und es fließt halt ineinander und man kann einfach den Menschen nicht ausklammern. Richtig. Ja. Das heißt, wenn man jetzt diesen Naturbegriff, den man hier vertritt auch und den ich sehr sympathisch finde, reflektiert, ja,
dann merkt man natürlich, dass sich der Naturbegriff auch ändert mit der Zeit und dass man auch manchmal Natur, sagen wir, als wie eine Art Norm verwendet. Man sagt, etwas ist nicht natürlich, wenn es abweicht und so weiter, dann wird es auch manchmal problematisch. Und ein Zauberwort unserer Zeit ist Nachhaltigkeit. Ne? Mhm. Das habe ich gelesen bei Jane Bennett, das ist eine führende Ökologin unserer Zeit, ne? Die sagt, Nachhaltigkeit ist eigentlich ein Ausdruck einer postpolitisch gewordenen Welt, ne? Mhm. Wo man nicht mehr Natur jetzt radikal denkt mit all ihren Konflikten in einer Art Konfliktkultur, sondern wo man dieses Thema Experten verantwortet. Also Postpolitik bedeutet Verwaltung. Ohne bedeutet, Konflikt, wir werden von Experten sozusagen verwaltet, ja, und regiert, ohne Konflikt. Eigentlich bräuchten wir mehr Konflikt in Richtung Natur, um radikaler diese Thematik aufzugreifen. Ja. Siehst du das auch so oder ist das für dich sehr theoretisch? Nein. Also es ist nicht theoretisch, es trifft den Punkt schon. Ich glaube, es gibt ja auch da Natur, wenn man es rein von der naturwissenschaftlichen, ideologiefreien Seite betrachtet, und das ist, tut man ja, wenn man das Management anschaut, was ein großer Wert ist, wenn man das wirklich nach Fakten beurteilt, hat natürlich auch ganz andere Auswirkungen auf den Menschen. Der Mensch liebt die Natur, er hat Angst vor der Natur, er hat Furcht, je nachdem, welche gibt ja Gefühle. Ja. Fantasien her, auch. Ja. Fantasien. Und gerade wenn man jetzt diese Geschichte der letzten Jahre, wenn Umweltschutz oder Umweltschützer, die sozusagen in städtischen Gebieten wohnen, die ein idealisiertes Bild von Natur und wie das sein soll, hat, in Konflikt treten dann mit Tälern, die in dieser Natur leben und aber auch wirtschaften müssen, da gibt es dann auch Konflikte. Und da hilft natürlich dieses Konzept der Nachhaltigkeit, weil nur zu sagen, ja, ich bin ja für die Natur und ist zu wenig in unserer Zeit. Ich glaube, man muss ja diese Ziele, die man verfolgt, und das ist halt der Naturpark vielleicht in dem Sinne ein gutes Vehikel, kann man diese Ziele ja transparent machen und sagen, okay, wir haben das und das vor. Das bedeutet, weil wenn man so ein Haus baut, könnte ja jemand sagen, ja, was machen die da aus einem Betonbau? Das ist ja schlecht fürs Klima, weil Beton braucht per se viel CO2, warum haben sie keinen Holzbau? Also da kommen wir schon selber wieder in den Konflikt. Und Nachhaltigkeit ist ein Konzept, um das transparent zu machen. Und ich glaube, beides braucht man. Auch diesen Konflikt, wenn es um diesen fundamentalen Anspruch geht, wie kann man die Natur erhalten, aber auch, wie kann man das Management machen, dass man ein Stück weit wieder Natur vielleicht wieder zurückgibt. Ja. Und dieses Zurückgeben von Natur könnte auch bedeuten, Zurückgeben von Wildnis. Wir haben mit dem Reinhard Messner auch darüber gesprochen und er meint, wenn man die Prothesen wegnehmen würde von den Bergen, hätte man Wildnis, die man den Menschen schenken könnte, sozusagen als etwas, was vielleicht auch nur in Ausnahmefällen zu betreten wäre, was aber dann eine ganz andere Bedeutung kriegt. Ne? Ja, ja. Also mir ist manchmal zu viel, wenn irgendwo überall didaktische Lehrpfade hinführen und man stellt irgendwo ein Rohr auf und sagt den Kindern, schau durchs Rohr, genau, und du siehst den Baum. Ja. Ja? Genau. Das wäre dann quasi eine fast pervertierte Form eines Umweltmanagements, glaube ich. Oder? So ist es, so ist es. Das wäre ja eigentlich mit den gleichen Methoden, wie man sozusagen den Tourismus aufgebaut hat, nachher das auf die Natur angewendet wird. Das ist eigentlich die gleiche Ausbeutung. Also das finde ich, es braucht auch diesen Raum, den der Mensch mit der Natur erlebt, ohne dass man ihm sagt, ah, das ist aber schön oder hier siehst du. Hier stehst du jetzt und hier hast du den Ausblick. Genau, das genau. Ist dann das quasi ist dieser Geschmacksverstärker. Ja, das braucht man nicht. Teilweise, vielleicht braucht man es da und dort in der Umweltbildung, um hinzuführen. Aber ich glaube, dass die Menschen da irgendwie ertüchtigt werden sollten, dass sie diese Liebe oder das einfach intrinsisch auch verstehen und annehmen. Ich denke, Wildnis, das Konzept, gibt es ja schon lange, wird ja da und dort auch umgesetzt, auch in Europa. Ich denke an den Schweizerischen Nationalpark, der ja UNESCO 1 kategorisch, aber auch, ich denke an die Ötztalalpen, wo das Spitztal auch dazu gehört, da gibt es große Bereiche, die man noch als Wildnis definieren kann. Wenn ich da aber lebe in diesem Tal und mir das Konzept weiterspinne, was es bedeuten würde, sozusagen nicht aktiv einzugreifen in das Naturregel, in diesen Mechanismen, würde es bedeuten, diesen Wald würde ich nicht pflegen. Was passiert?
mit Klimaerwärmung, wenn jetzt Borkenkäfer diese Wälder vielleicht angreift. Es gibt ja oft diese romantische Vorstellung, ne? Der Mensch soll sich ganz heraushalten, da verlieren wir aber auch Kulturlandschaft, Biodiversität und auch so Schutz. Weiter. Auch Schutz. Ich denke jetzt in dem Fall wäre vielleicht das Tal schlecht beraten, dieses Wildniskonzept anzuwenden, weil man steigt in ein Auto ein, ohne dass man weiß, wohin das fährt und wie schnell es fährt und ob das auch wirklich sicher ist. Ich glaube, da muss, ist der Mensch gut beraten, zu differenzieren, wo ist es möglich, diesen Wildnisansatz, so gut er ist und so nachvollziehbar, sozusagen auch anwenden darf, im Sinne der Sicherheit. Das Gebäude hat schon etwas mit dem Steinbock auch zu tun, haben wir gerade gehört, weil es natürlich auch mit dem Ort zu tun hat. Ihr habt euch dafür entschieden, dem Gebäude ein turmartiges Aussehen zu geben. Es ist natürlich naheliegend, dass ich am steilen Hang irgendwo einen Turm errichte, den ich mit dem Lift befahren kann. Ich gehe oben raus. Wie ist diese Position dieses Turms entstanden bei euch im Entwurf? Warum seid ihr da nicht in die Fläche gegangen? Ein Punkt war eben dieses alte Ensemble, das wir vorgefunden haben, wo wir gesagt haben, wir wollen den Fußabdruck vom Stadel mehr oder weniger übernehmen. Also fast genau die gleiche Größe im Fußabdruck und wir machen es nur höher. So können wir am ehesten dieses Ensemble erhalten im Außenraum. Und natürlich die andere Überlegung ist schon die gewesen, dass es auch ein zeichenhaftes Gebäude sein soll, weil immerhin soll das ja quasi ein, also eben, dass man es auch von der Landstraße sieht, dass es auch ein Objekt ist, das man von weitem so sieht. Ein Landmark sozusagen. Ein Landmark, genau, auf der, wo man hinfahrt, das auch Interesse weckt. Jetzt hast du mehrmals diese Fassadenstruktur angesprochen. Und tatsächlich, wenn man sich das Gebäude von der Nähe ansieht, dann sieht man diese Schalungselemente, dieses Zitat sozusagen des alten Stadels, der wieder auftaucht. Teilweise gibt es glatte Flächen. Diese Betonfertigelemente sind teilweise glatt eben und teilweise strukturiert. Jetzt kann man darin ein historisches Zitat sehen, eine Referenz gegenüber dem, was damals stand. Im Entwurfstext steht drinnen, ihr habt das als Gestaltungselement eingesetzt, aber auch als Erzählelement. Und jetzt würde ich dich wieder einladen, da frei zu assoziieren, denn wenn das Gebäude aus diesen Betonfertigteilen zusammensetzt oder gesetzt wird, dann ist das eine Art Bricolage am Ende des Tages. Ja. Würde man diesen Bricolage-Charakter übertreiben wollen oder noch stärker zum Ausdruck bringen wollen, dann sagt er ja etwas aus über ein Gebäude, in dem es um das Tier und den Menschen geht. Es geht also um eine Hülle, in der über das Tier gesprochen wird. Könnte diese Hülle auch so angelegt sein, dass dieses prekäre Verhältnis auch des Menschen zum Tier darin zum Ausdruck kommt? Also ein gerade noch Gleichgewicht. Also diese Oberflächenstruktur, die war ja im Wettbewerb anders gedacht, eben als Abdruck von den Originalbrettern. Hat sich dann im Bauprozess geändert, weil wir umgestiegen sind aus Kostengründen auf einen zweischaligen Aufbau mit Betonfertigteilfassade. Und so ist natürlich das ganze Bild hat sich einfach gewandelt. Und da muss ich sagen, letzten Endes waren wir total froh, dass es sich geändert hat, weil es uns jetzt gut gefällt. Also wir sind jetzt zufrieden mit dem, was jetzt wie die Betonfertigteile ausschauen, weil sie vielleicht sogar sauberer zu machen sind, wie jetzt ein Ortbeton mit einem Abdruck. Und also so gesehen denke ich mir, man muss eben auch spontan den Bauprozess mitplanen lassen. Also eben, es hat keinen Sinn, sich auf was zu versteifen, wo das, was dann am Ende, also es passiert immer viel während dem Bauen. Und ja, Gleichgewicht natürlich, also der Turm ist hoch und so wird er geteilt und durch das entsteht schon, wenn jetzt die ganze Fassade über die Höhe gleich wäre, dann würde er vielleicht
ja, vielleicht zu hoch wirken. Das wäre dann sozusagen diese gestalterische Überlegung. Ne? Und wenn man aber zum Beispiel jetzt sagt, wir bauen ein Steinbockmuseum, dann kann das ja auch bedeuten, eine Aussage über das Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Dieses Thema der Koexistenz, das heißt, wie man eine Hülle schafft, die beide einfängt, Mensch und Tier, begleitet uns jetzt nach Innsbruck in den Alpenzoo. Dort treffen wir auf die Philosophin Michaela Pstila. Was ist das Spannende für dich an diesem Thema? Koexistenz von Mensch und Tier, worum geht es hier? Also das Thema der Koexistenz oder noch größer vielleicht das Thema der Cohabitation ist deshalb so spannend, weil es uns, also sowohl Architektinnen als auch Humangeografinnen, Philosophinnen, Stadtsoziologinnen und so weiter dazu zwingt, sich mit zukünftigen Formen des Zusammenlebens von menschlichen und nichtmenschlichen Lebensformen zu beschäftigen. Es geht auch vor allem um die Frage, wie wir Raum und Platz in der Stadt in Zukunft neu verteilen wollen, wem dieser Raum überhaupt zusteht und auch um die Frage, wer wurde denn in diesem Raum verdrängt und wer bestimmt denn darüber, welche Lebensformen sich in der Stadt bewegen dürfen, wo sie sich bewegen dürfen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, das uns in Zukunft immer weiter beschäftigen wird, auch mit der Frage, können Tiere wohnen oder wie bewegen sich Tiere auch in der Stadt, wer kämpft sich zurück in die Stadt oder wer hat in der Stadt Platz. Also ich glaube, deshalb ist das Thema der Covid relevant. Ja, genau. Das ist auch ein Thema, das für Architekten relevant ist, wie du es angesprochen hast. Es gibt ein Projekt von Boeri und Branzi, zwei ganz bekannte italienische Architekten, die einen Vorschlag gemacht haben, in Paris heilige Kühe anzusiedeln. Könntest du dir vorstellen, dass man das auch in Innsbruck macht, dass plötzlich hier heilige Kühe Platz finden? Also dabei handelt es sich um ein sehr prestigeträchtiges Projekt, das innerhalb des Feldes der Architektur für viel Aufsehen gesorgt hat. Ich könnte mir so ein Projekt oder solche Projekte in einem viel kleineren Maßstab natürlich auch in der Stadt Innsbruck vorstellen. Und ich glaube, die Stadt Innsbruck ist seit einigen Jahren auch bemüht, solche ähnlichen Projekte der Cohabitation auch in der Stadt zugänglich zu machen, wenn wir beispielsweise an dieses Wildbienenhaus denken, das auch Platz für Erdbewohnerinnen schafft, wenn wir an den Biber denken am Lohbachufer, der sich zurückgekämpft hat in die Stadt und direkt neben menschlichen Bewohnerinnen sich bewegt, oder wenn wir auch an den Teich für Wechselkröten denken, der angelegt worden ist in der Stadt. Ich glaube, dass die Stadt Innsbruck bemüht ist, solche Projekte auch in Zukunft weiterzuentwickeln. Wäre aber etwas vielleicht zurückhaltend, dieses Projekt dieser zwei Architekten als ein Projekt zu verstehen, das diese anthropozentrische Note verlässt sozusagen, weil es geht ja da auch wieder, also die Idee war ja auch sozusagen, die Stadt zu entschleunigen. Aber da ist wieder diese Cohabitation. Da ist auch wieder diese Idee zentral, die Tiere in die Stadt zu holen zum Zwecke der Menschen. Das heißt, dass diese Stadt eben entschleunigt wird. Also hier geht es auch wieder, man könnte daran kritisieren, dass es wiederum eine Inwertsetzung des Tieres für die neoliberale Stadt ist oder für den Menschen. Und die beiden Architekten verwenden auch einen, wie ich glaube, sehr interessanten Begriff. Sie sprechen ja von einer kosmischen Gastfreundschaft. Und dieser Begriff der Gastfreundschaft, der hat mich sogar auf Derrida gebracht, der ja auch diesen Begriff des Gastes einführt. Und der Gast hat immer etwas Zwiespältiges, etwas Ambivalentes. Einerseits will man Freund sein des Gastes, man empfängt ihn, andererseits bleibt aber immer der Gast auch irgendwo fremd. Man kann sich ihm nicht ganz nähern, er ist immer ein Fremder im Haus. Ja. Jetzt ist meine Frage, ist es mit dem Tier auch so? Bleibt uns das Tier prinzipiell fremd? Warum haben wir eigentlich ein Problem in dieser Beziehung zum Tier oder worin liegt das? Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich glaube, das hat eben, wie Sie jetzt schon angedeutet haben, auch mit diesem Gefühl, mit dieser Emotion des Unbehagens zu tun, mit dieser Angst, mit der man konfrontiert wird. Weil wenn wir beispielsweise einem Wildtier begegnen, beispielsweise einem Wolf, dann führen wir diese Situation nicht proaktiv herbei, sondern wir werden konfrontiert. Es widerfahrt uns, wir finden, also das ist eine passive Dimension, die hier dazukommt, die wir ausverhandeln müssen. Und im ersten Moment dieser Begegnung können wir ja noch nicht einschätzen, wie sich dieses Tier uns gegenüber verhält. Also, und wir wissen auch in dem Moment nicht,
ob sich diese Erfahrung oder diese Begegnung nachträglich als eine faszinierende Begegnung herausstellen wird oder ob es eher ein traumatisches Erlebnis sein wird. Also bei bestimmten Tieren haben wir Angst, wie zum Beispiel beim Wolf. Andererseits ist unser Verhältnis zum Tier auch dadurch bestimmt, dass wir eine Art von Gleichgültigkeit auch entwickelt haben. Wenn Tiere aussterben, dann ist das für uns traurig im ersten Moment. Aber wir glauben nicht, dass das den Weltenlauf jetzt nachhaltig ändern wird. Also so weit gehen wir nicht in unserem Denken. Um zum Derrida zurückzukommen, da gibt es ja eine ganz interessante oder auch lustige Stelle. Der Derrida sitzt nackt vor seiner Katze und er schämt sich vor dieser Katze. Und das ist von Philosophen unterschiedlich interpretiert worden. Zum Beispiel die Donna Haraway, meines Wissens, bezieht sich auch auf diese Stelle. Und sie sagt, der Derrida hätte als Philosoph eigentlich alles richtig gemacht. Er hat einfach mal nachgeschaut, was große Philosophen dazu sagen würden, also Heidegger zum Beispiel. Aber als Mensch hätte er alles falsch gemacht, behauptet sie. Was hat er eigentlich da falsch gemacht? Ja, also vielleicht diese Beziehung von Derrida und Haraway in Bezug auf diese Frage, da muss man vielleicht zunächst einmal sagen, dass sie eine gemeinsame Überzeugung teilen, nämlich dass das Tier nicht nur so zu verstehen ist als Tiermaschine, sondern dass es eben auch zur Antwort fähig ist, nicht nur zu reagieren, sondern auch zu antworten. Und Haraways Kritik an dieser Stelle bei Derrida ist diejenige, also er steht nackt vor dieser Katze, er findet sich vor, nackt vor dieser Katze, aber er verpasst diese Einladung, er verpasst sie, weil er sich nicht weiter damit beschäftigt, was das Tier oder was die Katze in dem Moment fühlt, was sie denkt, was sie vielleicht auch für ein Beziehungsangebot stellt. Er kommt vom Weg ab, sagt Haraway, weil er sich im weiteren Verlauf nur mehr mit seiner eigenen Sorge beschäftigt, vor dieser Katze nackt zu sein und was das für ihn bedeutet. Und er verfängt sich auch in Theoretisierungen und in Philosophie zu sehr und die Katze kommt danach. Er bleibt im Grunde ja in der Repräsentationsform der Sprache hängen, also in dem, was uns eigentlich daran hindert, diese wirkliche Beziehung zum Tier einzugehen. Ja? Genau, und er schafft es in dem Moment nicht, das zu erreichen, was Haraway Companion Species nennt. Also diese Cohabitation, dieses gemeinsame Antworten auf die Welt oder auf eine Anfrage. Aber da waren wir vielleicht schon einmal so weit. Ne? Also ich kann mich erinnern, im Mittelalter, da gab es ja Prozesse gegen Schweine und gegen Mäuse, wo man sozusagen dem Tier den Status eines Subjekts zuerkannt hatte. Man hatte Tiere quasi als Rechtssubjekt zumindest behandelt. Ne? Bei Derrida gibt es ja auch den Versuch, immer wieder diese Demarkationslinie zwischen Tier und Mensch abzubauen. Also er würde sagen, zu dekonstruieren. Ja. Und es geht ja bei ihm auch darum, um diese Überlegung, warum gibt es das eigentlich? Und er meint, naja, weil wir immer als Menschen auch unsere Identität dadurch gewinnen, dass wir uns dem anderen gegenüber abgrenzen, auch dem Wilden gegenüber. Und dieses Thema eigene Identität, Wildnis. Dazu möchten wir uns jetzt kurz einen Film anschauen von Patrick Centurioni, einem Innsbrucker Naturfilmer. Und ich würde alle einladen, mit mir diesen Film jetzt kurz zu schauen. Deep in the Austrian Alps, a world still wild and mysterious. Even the last hidden places, after having already formed and reshaped large parts of the environment. But even here, there are signs of times changing. Wildlife is learning to deal with the new conditions. It is a story of two worlds converging.
Das Spannende an dem Film Wildes Innsbruck ist in meiner Wahrnehmung, dass er die Stadt eigentlich zeigt am Rande einer unter Anführungszeichen Wildnis. Denn im Film sieht man, wie Steinböcke sich der Seegrube nähern. Und als Innsbrucker weiß man, die Seegrube ist eigentlich ein Stück Stadt weiter oben. Das heißt, ein Fragment, das mit Erschließungsanlagen verknüpft ist mit der Stadt. Dort findet man auch einen urbanen Lebensstil sozusagen. Die Stadt Innsbruck definiert sich ja selbst als urban, alpin. Und im Film wird eigentlich urban wild entworfen. Ja? Wie würdest du diesen Film interpretieren? Ja, also diese Begriffe Wildnis und Natur sind ja nicht unproblematisch, weil damit ja immer diese Idee oder diese Vorstellung einhergeht, etwas Ursprüngliches vorzufinden, etwas, das nicht vom Menschen berührt ist. Das ist natürlich, wir sehen das an diesem Film von Patrick Centurioni, dass das eben nicht, dass Natur oder Wildnis nicht mehr so zu denken ist. Denn in dem Film, was mir besonders gut in Erinnerung geblieben ist, ist dieses Hermelin, das sich unterirdischen Gängen organisiert und versucht sozusagen, sich möglichst bedeckt zu halten, während die Tourengeher sich bewegen auf der Skipiste. Und also dieses Hermelin, sobald diese Tourengeher weg sind, macht sich diese Liftstation zu eigen. Also es bewohnt in diesem Moment diese Liftstation und bewegt sich dort und bewegt sich auf einer Spielfläche sozusagen. Und das, was mir an diesem Film besonders gut gefällt, ist, dass er eben diese Ambivalenzen nicht ausklammert, dass wir es hier nicht nur mit reiner Natur oder auch, wenn wir an die Stadt denken, reiner Kultur zu tun haben, sondern dass diese Grenzen sozusagen nicht mehr, also fließend zu denken sind und dass es immer in der Natur etwas Kulturelles gibt und in der Kultur etwas Natürliches gibt. Selbst die Steinböcke hier sind keine Wildtiere. Also bei uns zumindest in den westlichen Ländern fängt man keine Wildtiere mehr ein. Auch die Steinböcke im Bitztal waren im Grunde Steinböcke aus dem Alpenzoo. Also sind keine Wildtiere in dem Sinne. Aber es werden von hier aus auch kleine Steinböcke ausgesiedelt und verwildert sozusagen, aber auch hier wieder unter Anführungszeichen. Es gibt verschiedene Repräsentationsformen, die wir kennengelernt haben, auch heute. Zoo zum Beispiel, Museum auch, aber auch Landschaft. Das sind so Anordnungen, wo es zur Selbst- und zur Fremdbeobachtung des Tieres kommt durch den Menschen. Wenn zum Beispiel jemand das Naturfilmer ist, dann fängt er das Tier ja in der Kamera ein. Er rahmt es, er macht im Grunde daraus ein Tierobjekt, ja, das er sozusagen gegen die Landschaft kontrastiert. Aber auch im Museum ist ja im Grunde der Steinbock ein Streichelpräparat. Ja. Ja. Was bedeutet das eigentlich, wenn man sich diese Repräsentationsformen anschaut? Ja, auch wenn wir uns fragen, was unseren Blick auf die Natur oder unseren Blick auf das Tier bestimmt, dann würde ich als Philosophin sagen, dass wir uns vor allem auch mit den Begriffen auseinandersetzen müssen, die wir wählen, um diese Tiere oder um diese Lebensformen zu bezeichnen. Beispielsweise diese hierarchische Anordnung Mensch, Tier, Pflanze ruft etwas anderes hervor oder ruft eine andere Vorstellung hervor oder einen anderen Blick auf das Tier hervor als beispielsweise der Begriff Kritter, den Haraway wählt, oder menschliche und anders als menschliche Lebensformen, wie Haraway wählt. Also wir müssen uns, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, was unseren Blick auf das Tier bestimmt, immer auch fragen, welche Begriffe wählen wir, um etwas zu bezeichnen. Es gibt dann auch noch größere Begriffe, die wir hier reflektieren könnten, beispielsweise den Begriff Welt, Erde, Planet, wie Eugene Fecker das zum Beispiel im Staub dieser Planeten vornimmt. Und wenn wir uns auch mit dem Begriff der Welt auseinandersetzen, dann ist dieser Begriff der Welt eigentlich immer schon auch von diesem Schöpfung, also der inhaliert immer schon diesen Schöpfungsgedanken und die Idee, dass wir uns die Welt untertan machen könnten. Also wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, was den Blick auf das Tier bestimmt, müssen wir uns auch immer damit beschäftigen, welche Begriffe Tiere oder anders als menschliche Lebewesen ausschließen oder vernachlässigen. Aber dann wäre sozusagen das Steinbockmuseum auch im Bitztal im Grunde keine wirklich geeignete Form, um das Tier einzufangen oder auch diesen Blick zu inszenieren, weil es ja quasi das Tier automatisch wieder zum Objekt macht. Also ich denke, man kann das schon machen, man muss sich nur einfach, glaube ich, in Zukunft mit diesen Begriffen beschäftigen und man muss sich auch damit beschäftigen, wie wir das Tier auch zeigen wollen und das einfach immer mitreflektieren.
wir können auch natürlich unsere Begriffe, mit denen wir arbeiten, in der Philosophie, in der Architektur und so weiter, nicht von heute auf morgen verändern. Aber wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen und uns überlegen, wie wollen wir in Zukunft mit diesen anders als menschlichen Lebensformen umgehen, wie wollen wir sie adressieren. Zum Abschluss noch eine Frage. Ich kenne zum Beispiel den Lonesome George, das war eine riesen Schildkröte. Das ist das einzige noch überlebende Exemplar einer ganzen Gattung. Und man hat diesen Lonesome George fast zu einer Ikone gemacht im Kampf um das Überleben von Tieren. Jetzt entsteht da ein bisschen eine widersprüchliche Situation, weil auf der einen Seite haben wir Tiere, die wiederkehren, die wir nicht haben wollen, vor denen wir Angst haben. Auf der anderen Seite haben wir auch, wie ich vorhin gesagt habe, eine gewisse Gleichgültigkeit auch schon entwickelt. Wir schauen ja dem Artensterben auch zu irgendwo. Entsteht da so eine schizophrene Situation heute, dass man auf der einen Seite die Rettung des Tieres um jeden Preis will und auf der anderen Seite sich dann gar nicht mehr darum kümmert, wenn es um etwas Größeres geht? Ja, also ich glaube schon, dass so eine schizophrene Wahrnehmung der Fall ist, wenn wir eben zum Beispiel an die Art und Weise denken, wie wir den Steinbock wahrnehmen, im Gegensatz dazu, wie wir den Wolf wahrnehmen. Ich glaube, das hat zwei verschiedene Gründe, die miteinander aber etwas zu tun haben. Das erste ist natürlich die mediale Berichterstattung. Wenn wir uns vor Augen führen, wie über den Wolf seit 2 bis 3 Jahren berichtet wird, mit Schlagzeilen wie Angst vor dem Wolf geht um oder Schafe gerissen oder wie auch immer, dann macht es natürlich etwas anderes. Also diese Debatte rund um den Wolf wird beispielsweise sehr emotionalisiert geführt. Und es gibt sozusagen mittlerweile schon 2 Lager. Also die einen, die den Wolf schützen wollen und sagen, nein, der ist ein wertvoller Zugewinn für unsere Ökosysteme, wir müssen ihn schützen. Die anderen sagen, nein, er ist archaisch, er ist gefährlich, wir dürfen ihn, also, und sich um Abschussgenehmigungen sozusagen bemühen. Also hier, der Wolf polarisiert extrem. Und das ist beim Steinbock beispielsweise jetzt nicht der Fall. Und ich glaube, das hat auch etwas mit der Kulturgeschichte des Steinbocks zu tun, weil wir haben uns ja den Steinbock, das war ja auch der Grund für sein Aussterben, wir haben ihn uns ja zunutze gemacht, wir haben ihn ja für unsere Gesundheit eingesetzt, beispielsweise das Blut ist eingesetzt worden. Die Idee war, dass das Blut des Steinbocks gegen Harnkrankheiten beispielsweise hilft. Oder wir haben die Bezoa-Kugeln und so weiter verwendet. Also man hat den Steinbock zuerst zum Mythos gemacht, um ihn dann beinahe auszurotten. Nicht? Und jetzt feiert man natürlich die Rückkehr. Es gibt ja über 40.000 Steinböcke wieder im Alpenraum. Nicht? Das ist aber eine lange und sehr abenteuerliche Geschichte. Ich glaube, es hat auch eben mit diesen Narrativen, mit diesen Erzählungen zu tun, die wir über Tiere haben. Und da unterscheiden sich die Erzählungen des Wolfes sehr stark von den Erzählungen über den Steinbock oder die Steingeiß. Ob Wolf oder Steinbock, in beiden Fällen befindet sich das Wildtier in einem Gehege. Das heißt, der Zoo ist ja auch eine Typologie, die zu den menschlichen Repräsentationsformen gehört. Hier geht es also wieder um die Frage, wie die Architektur überhaupt Koexistenz zwischen Mensch und Tier möglich machen kann. Darüber möchte ich jetzt noch einmal mit der Architektin Daniela Kröss sprechen. Weil ja der Steinbock momentan, wie er vorkommt im Museum, kommt er ja immer in der Form vor, wie Menschen über ihn sprechen. Als Horn letztendlich noch oder als Bild oder als mit Wasserstoffperoxid behandelter Schädel. Das heißt, der Steinbock ist ja nicht im Haus, sondern das Haus ist ja immer nur eine Repräsentationsform, die vom Menschen kommt. Und in der quasi sich diese Aussage über das Tier wiederholt. Gab es da auch einmal eine Überlegung, den Steinbock als lebendiges Wesen in die Gebäudehülle zu holen? Oder ist das fernab jeder Überlegung? Die Überlegung hat es auch mal gegeben im Entwurf. Also wir haben schon überlegt mal, also wirklich das Museum und den Steinbock ganz nah zueinander zu bringen oder zu verschränken, dass der Steinbock vielleicht aufs Dach klettern kann, so irgendwie. Aber also der Hauptgrund, warum wir das dann nicht gemacht haben, war eigentlich ein ganz praktischer, weil eben das Gasthaus und der Außenraum ein öffentlicher Ort werden sollte, der einfach ohne Eintritt zu bezahlen zugänglich bleibt und eben jetzt auch für die Einheimischen zum Kaffee trinken gehen an Ort sein kann, wo sie hingehen können, ohne dass das jetzt gleich da die Grenze ist. Jetzt betritt man den Naturpark. Ich habe die Frage gestellt, weil einfach heute auch an der Universität manchmal dieses Thema der Koexistenz auftaucht. Wir betreuen da Entwürfe auch in die Richtung.
weil wir als Menschen einfach herausgefordert sind, ein neues Verhältnis auch zur Natur und zum Tier zu finden. Ich sage jetzt mal ganz pauschal, ein Verhältnis auf Augenhöhe auch, wo man quasi jetzt nicht alles aus der Sicht des Menschen nur konzipiert, sondern vielleicht, wo der Mensch auch dazu veranlasst wird, ein bisschen Kontrolle abzugeben, auch Macht abzugeben, wo plötzlich dann andere Akteure auftauchen können, wie eben zum Beispiel nichtmenschliche Akteure, dass man einfach ein Gebäude ein bisschen mehr entgleiten lässt. Und vielleicht sagt auch im Entwurf, wenn man über dieses Verhältnis von Mensch und Tier nachdenkt und das architektonisch umsetzen müsste, dann muss auch der Architekt ein bisschen vom Projekt abrücken sogar, Kontingenz zulassen, also Dinge, die immer auch anders sein können. Und das versuchen wir halt auch ein bisschen mit den Studierenden zu diskutieren. Und da finde ich das Steinbock-Museum hier auch wichtig, ja, weil hier eben Steinbock und Mensch auftauchen in einem gemeinsamen Lebensraum, wie du richtigerweise gesagt hast. Ja, also ich denke auch, dass das zu Überlegungen führt, die ein bisschen auch Weg führen von diesem Begriff des Projektes. Weil der Architekt will ja mit dem Projekt im Grunde den Prozess kontrollieren und steuern. Ja, wir haben ja quasi, wenn wir Entwürfe machen, schon irgendwo ein Bild im Kopf von dem, was am Ende der Geschichte herauskommen sollte. Und vielleicht gibt es auch Momente, wo man sagt, wir kontrollieren das nicht zu 100%. Es gibt zum Beispiel bei François Roche dieses Projekt, wo sie Farne ansetzen in einem Innenhof in Paris und das alles wuchert. Und plötzlich habe ich einen völlig anderen Begriff von Garten und Natur mitten in der Stadt, wo der Mensch gar nicht mehr kontrollieren kann, wie beim Garten, wo er genau weiß, da pflanze ich das rein und dann kommt das raus. Ja, und so könnte man vielleicht auch über das Tier nachdenken, möglicherweise, dass das Tier das Gebäude mitprägt und tatsächlich dann das Gebäude eine Hülle ist, wo es diese Koexistenz auch gibt. Also mir fällt da immer so das Zitat ein von dem ehemaligen Stadtbauamtsdirektor von Zürich, der gesagt hat, eine Stadt sollte so sein, dass ein Affe auf den Bäumen die Stadt durchqueren kann. Mhm. Und also das finde ich schon ein sehr schönes Bild für eine Idee von Stadt, dass das wirklich eben ein Lebensraum ist, nicht nur für Menschen, sondern eben für Pflanzen und Tiere genauso. Mhm. Weil das, also ich glaube, dass das sicher die Zukunft sein wird. Und ich glaube, das sind jetzt schöne Schlussworte. Ich bedanke mich, Daniela, ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch und ich wünsche euch noch sehr viele tolle Projekte. Vielen Dank. Danke.